Hallo und zurück zu Super Liminiel, einem Game voller Freude und Rätselhaftigkeiten. Und dementsprechend würde ich sagen, fange ich jetzt einfach mal an und drücke auf Fortsetzen und lade wieder sehr weit. So, da sind wir auch wieder. Und dieser Apfel und dieses Dings ist gar nicht mal so schwer rauszufinden, wie das geht. Alles eine Frage der Perspektive. Und mal sehen, ob ich das jetzt hinkriege. Kann ich crouchen? Nein, kann ich nicht. Aber wir machen einfach so. Und schon ist die Tür auf. Und es geht weiter im Text. So. Oh. Warning. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Ach so, okay. Wir würden also keinen Sinn. Yes, okay, 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 okay. Gut. Oh. Aha! Ein Feueralarm, der schon gedrückt wurde. So, diese Tür ist sehr klein. Nein, doch nicht. Doch. Vielleicht auch doch nicht. Man weiß es nicht. Okay, gut, das ist schon ganz schön cringe. Die Tür ist immer noch klein. Und je näher ich hingehe, desto größer wird sie. Aber leider können wir da nichts damit machen. Das heißt, was können wir denn benutzen? Das Schild können wir benutzen, um es dahin zu packen. Gut, aber Glossy. Tada! Puff, so. Das geht immer noch nicht. Gut, wir können leider keine Feueralarme mehr drücken. Den schon. Hier ist wieder Wolke und sehr ungemütliches Verhalten hier. So. Dann laufen wir mal weiter. Hier ist noch eine Skizze wieder von diesem Plan, den wir letztes Mal auch gesehen haben. Und Protection. Was? I'm a pirate. Okay. Too much. Was? Okay. Cloud Insert. Was? Achso, das ist auf jeden Fall das da. Gut. Okay, ja, gut. Das mit der Perspektive haben wir auf jeden Fall schon rausgefunden bei dem Apfel. Und hier ist wieder dieser Plan, aber ich glaube, den brauchen wir nicht, ne? Können wir irgendwie zoomen oder so? Nö, den nehmen können wir auch nicht. Dann laufen wir mal weiter und Mademoiselle Quatsch. Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Okay, okay, okay. Endlich! Ja! Oh. Egal, was wir da rausnehmen. Und können wir da jetzt, wenn wir den da jetzt hinstellen? Nein, schade. So ein Getränkeautomaten, den braucht die Welt. Oh, guck mal, im Getränkeautomat ist noch ein Getränkeautomat. Ja. Wie wär's damit noch größer? Das wär's. Da braucht man einfach erstmal eine schöne, feine Leiter, bevor man da irgendwie seine sehr kleine Cola-Dose rausnimmt. Und, ja, oder man macht ihn halt sehr klein. Wo ist er hin? Okay, er steht hinter mir.
So, guck mal. Was ist, wenn wir den jetzt einfach mal... Okay, man kann nichts auf den Tisch stellen. Da allerdings schon. Okay, gut. Road closed. Ja, geht so. Wir laufen weiter und es ertönt... super schöne Musik. Hier ist nochmal ein bisschen... Was? Crutch. Reversion is reality. Okay. Employers only. Aha, aha. Gut, gut. Scheint so, als müssen wir da weiter. Aber hier ist auch ein Radio. Hello. Name is my Pierce Dr. Glenn. To the Somnisculpt Welcome Experience, team of your care leader, patient years 10 development. Condition struggle you whatever with? Professional invention. Edge science with cutting, a tomorrow can bright. And buts, no ifs or, look good. Kein wenn aber und. Okay, gut. Ja. Gut. Ja, also, ich glaube, dem Doktor geht's nicht so gut. Der hat ein paar Schwierigkeiten, seine Worte zu finden. Aber ist okay. So. Das, ja, sieht auf jeden Fall verheißungsvoll aus. What if I forget to set the alarm? Beep, 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 beep. Ja, also der Alarm funktioniert auf jeden Fall, das haben wir letztes Mal schon rausgefunden, aber das hier beunruhigt mich ein ganz wenig. Aber wir steigen natürlich trotzdem ein. Phil's friendly family produce. Aha, farm to mine, mine to herd. Und weiter geht's mit einem schönen neuen Ladebildschirm, der ums Eck geht. Fein, schön, das freut mich. Und der Wecker. 7 Uhr. Okay. Huch. CUD. Guck mal, normalerweise waren wir immer da. Sind dann da raus. Jetzt können wir das nicht mehr. Okay, jetzt sind wir in CUD. Und müssen in den Relaxian Room. Ein Heimkino. Wunderschön. Kann ich irgendwas machen? Hier ist ein bisschen Popcorn, ein bisschen Cola, aber da können wir leider nichts mitmachen. Wir sind hier ja nicht im Kino. Wir sind hier auch nicht zur... ich sag mal so, zur... About Us. Was? Dr. Glenn, ja, er nun wieder. Wir sind hier ja nicht zum Spaß, wollte ich sagen. Genau. Oder vielleicht auch doch. Habt ihr das gerade auch gesehen? Testbild? Kann ich mich da hinsetzen? Ah, schön. Wunderherrlich. Toll. Bevor jetzt alle einschlafen hier, laufen wir mal... Siehst du schon wieder? Testbild. Bevor wir jetzt alle einschlafen, laufen wir lieber nochmal dahin und hören uns diese wunderbare Stimme von diesem Doktor an. Reality. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Das ist doch gut. Please continue to do whatever you did most recently and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Okay, also wir sollen das machen, was wir gerade eben gemacht haben, aber nicht das machen, was wir davor gemacht haben. Was ist das? Ach, das Ding schimmert hier durch. Okay. Aber wir halten uns natürlich nicht an irgendwelche Regeln. Wir laufen einfach weiter. Und, komm. Irgendwo anders raus. Ach so! Hey, warte mal. Dieses Spiel ist komisch. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja, ich glaube schon, ne?
Also. Gut. Ah! Jetzt geht er wieder aus. Gut. Diesmal haben wir zwei rausbekommen. Sonst immer nur ein. Vielleicht ist das schon ein Hinweis. Gut, wir laufen weiter. Und werden mal fallen. Hilfe. Scheinbar tief fallen. 3, 2, 1, Geronimo! Hui! Aua! Okay. Gut. Die Zeit sagt was? Ist okay. Bisschen können wir noch. Da ist ein Haus. Dieses Haus können wir angrabbeln und wahrscheinlich vergrößern. Oh, guck mal. So, so gefällt mir das auch gleich viel besser. Alles schön groß. Alles schön fein. Und wie soll ich denn hier rüberkommen? Ich habe irgendwas vergessen. Oder irgendwas übersehen. Oder muss ich das gar nicht so groß machen? Okay, dieses Mal ist es so, dass der Inhalt des jeweiligen Gegenstandes mitwächst, wenn wir es hochheben oder runterheben, je nachdem. Und, jetzt habe ich ihn instant kaputt gemacht. Auch gut. Geil. So, wir können erstmal hier hin. Was gibt's denn hier? Hier gibt es Koffer über Koffer und eine sehr kleine Tür. Aber das ist der Exit. Also da geht es scheinbar raus. Warte mal, sind wir jetzt im Haus? Wir sind jetzt also in dem Haus. Von dem Haus. Ne, wir sind in einem, aus einem Haus gekommen, was in einem Haus ist. So, wir machen das ganze Ding mal ein bisschen größer. Und jetzt kommen wir hoffentlich da durch. Ah, gerade so. Und hier ist ein sehr kleines Radio. Das ist ja cool. Das ist amazing. Das ist voll cool. Ich könnte das stundenlang machen. Okay, gut. so, Freunde. Schon wieder ganz cringe. Okay, wir gehen weiter. Zu diesem sehr vertrauensweckenden Fernseher, der aber kein Bild hat, weil... Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Achso, das ist sehr schön. Gut, also wir sollten jetzt scheinbar wieder komplett normal sein, ohne dass wir irgendwie irgendwelche komischen Dinge erleben. Dann wollen wir doch mal sehen, ob das auch so ist, ne? Also der Fernseher hat kein Bild. Aber hier ist ein roter Kabel. Dann laufen wir da mal lang. Was ist denn das? Achso. Hier ist ein sehr dicker roter Kabel. Oh, und Feuerlöscher. Hier ist ein sehr dicker roter Kabel. Und ein Telefon. Kann ich nicht einfach zu Hause anrufen oder diesen komischen Dr. Glenn anrufen und sagen, ich will hier raus? Oh, schon wieder so eine Tafel. Aber, das hatten wir schon. Das war auch da hinten. Order more red paint. Achso, rot ist wahrscheinlich leer.
Ja, da ist der Pirat wieder. Okay. Aha. Aha. Das ist so. Dann kommt der Profi-Elektriker mal wieder ums Eck und macht was? Stecker da rein? Nein, scheinbar nicht. Okay. Gut. Ich weiß auch gar nicht, warum man. Ich war. Kurz mal zur Veranschaulichung, ne? Also, der Fernseher hat da hinten ein Testbild. Der Fernseher läuft auf Strom. Hier geht ein dicker, fetter, roter Kabel. Und hier kommt Strom raus, obwohl er nicht in der Steckdose steckt. Das ist, verstehe ich nicht ganz. Aber ist okay, ist okay, ist okay. Ich dachte gerade, da steht wer. Was ist mit dieser Lampe los? Hör mal auf! Jenga! Juhu! Okay. Können wir jetzt... Da muss mehr kommen. So einen Ventilator wünscht man sich doch. So, warte mal, den muss ich auch wieder kleiner machen. Oder wie oder was. Achso, jetzt habe ich die Tür da oben hingebastelt. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Hilfe? Hey. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Ich weiß es nicht. Habe ich es kaputt gemacht? Bin mir nicht ganz sicher. Kann ich die Tür da auch noch mal eben irgendwie... Aha! So, jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt kommen wir da auch rein. Ha! Huch, da kann ich was. Spiel ist einfach immer wieder komisch. Kann ich das noch größer machen? Ja, so gefällt mir das. Ah, von dieser Seite kann ich das Fenster nicht mehr anpacken. Puh. So, gut. Da ist unser kleines Fenster, da sind wir gerade reingekommen. Und wir sind sehr klein. Übrigens. Und die Tür ist auch sehr klein. Aber genau passend für uns, dass wir da einfach durchlatschen können. Wir können auch rennen? Nein, können wir nicht. What? Oh, duschen. Oh, schade. Wasser, Wasser leer, alle kaputt, was auch immer. Das ist so cringe. Okay, Dr. Glenn hat wieder was zu sagen. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. Okay. And I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. Oh nein. The Literatur. Worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. Awful. Gut, also dieser Dr. Glenn, der hält auch viel von sich, scheinbar. So, okay, gut. Wir sind in der Männerumkleide. Oh nein. Und da ist eine Hüpfburg. Und hier ist ein gigantisches Schwimmbecken ohne Wasser. Kann ich hier raus? Ja, aber warte mal. Ach so, nee. Ich kann
kann ja auch nicht crouchen, ne? Okay, warte mal. Ich kann hier nicht raus. Ich kann da auch nicht hoch, oder? Doch, kann ich wohl. Wenn ich das Teil einfach mitnehme. Das da so hinstellen. Und dann muss ich theoretisch hier... Ja! Oh. Bisschen größer vielleicht noch. Ach. Geht das auch so? Komme ich da vielleicht so hoch? Nee, das wird wahrscheinlich zu groß sein, ne? So. Oh, nicht wieder runterfallen. So ist klein. So ist okay. Und wenn ich da jetzt aufs Sprungbrett springe, Sprungbrett springe vor allem. Ach so. So wird Schuh draus. Jetzt kommen wir auch durch, aber ich sehe da schon, also der Rest ist wieder sehr groß, beziehungsweise wir sind sehr klein. Ich fühle mich wie eine Ratte. So, hier können wir wieder nichts mitnehmen. Was? High Voltage, keep out. Das muss natürlich gemacht werden, wie immer. So, und jetzt kommen wir wohin? Jetzt sind wir hier. Und was können wir hier machen? Es ist eine Hüpfburg. Theoretisch könnten wir da... Oder nicht? Oder doch? Da kann ich nichts mit durchnehmen? Nein. Okay. Die Hüpfburg hier... Warte mal, die Hüpfburg... Achso, die Hüpfburg hat auch eine Tür, ne? Ja gut, aber ich krieg die so halt nicht höher. Doch, krieg ich wohl. Aber nicht so, dass ich die... Nicht so, dass ich reinpasse, ne? Das ist das Problem. Blöd, das ist natürlich nicht so gut. Jetzt muss ich mich hier drin irgendwie... Das ist doch scheiße. Warte mal. Aber irgendwann ist ja auch mal Feierabend mit der Größe, ne? Also da durchpacken. Was war das? Warte mal. Kann ich jetzt... I'm confused. Warte mal, jetzt sind wir wieder zu... Also kann ich nicht raus. Da muss ich aber hin. Wenn ich die da drauf stelle. Wenn ich die da drauf stelle. Wenn ich die da drauf stelle. So. Ich jetzt da durchgehe, dann müsste ich genau hier wieder sein und kann da durch und jetzt geht's weiter. Perfekt. So, oh, hier, Dr. Glendy. Also hören wir mal sein Gebrabbel wieder an. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Kein Ding. Anyway, you're now headed in the right direction.
and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Geil. Das nenne ich mal noch eine Leistung. Über 800, wow. Über 800, Notfallprotokolle auszulösen, ist doch schon mal was. Nö, also das kann nicht jeder von sich behaupten, auf jeden Fall. Was ist das hier? Kann ich das angrabbeln? Nein, kann ich nicht. Hä? Ach so, warte. Warte mal, bin ich in der Kiste? Ich bin in einer Kiste. Hey. Was passiert, wenn ich da durchgehe? Dann bin ich hier. Wenn ich da jetzt durchgehe, bin ich wahrscheinlich riesengroß. Nein, okay. Aber ich komme da oben dran. Auch nicht. Huh.